Einen wunderschönen guten Mittag. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute und morgen nochmal mitnehmen in unseren Alltag. Ich habe heute schon gearbeitet, also ich habe jetzt Feierabend. Es ist aber noch Mittag. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich erkenne das nicht. Ich kann von hier aus die Uhr nicht sehen. Jedenfalls seht ihr hier gerade mein Mittagessen. Und ich habe morgen frei, muss aber auch wieder Dinge erledigen. Ich glaube, ich habe nie frei, aber ich habe zumindest, also ich muss morgen nicht arbeiten gehen. Und ja, wollte ich mal mitnehmen, mal gucken, was wir so machen. Das Wetter ist ja jetzt seit, na keine Ahnung, 2 Tagen oder so traumhaft. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, das Licht ist auch super, es ist halt richtig hell, die Sonne scheint und so, also es ist jetzt auch viel wärmer geworden, ich finde es total schön. Und ja, durch dieses, ich sag mal, dieses Frühlingshafte hat man auch gleich wieder, also finde ich, so kommt es mir halt vor, irgendwie schon wieder eine viel positivere Energie, mit der man in den Tag startet. Heute ist Montag und ich bin heute relativ zeitig aufgestanden, war halt heute früh arbeiten, dann hatte ich noch einen Termin und so. Bin eigentlich nur am Rumrennen gewesen, aber irgendwie habe ich trotzdem so eine richtig positive Energie von dem guten Wetter und so. Und ja, ich hoffe, euch geht's genauso. So, guten Morgen. So viel zum Thema. Ich wollte gestern schon mal was filmen, dann halt heute. Jedenfalls habe ich heute eine To-Do-Liste. Ich weiß noch nicht, ob die so lang ist. Ich will die jetzt mal, ich habe mir die nicht aufgeschrieben. Ich will die jetzt mal eben durchgehen. Also ich muss auf jeden Fall das Bettzeug hier waschen und trocknen, dass ich das heute Abend wieder draufziehen kann, weil es gibt halt nur einmal Bettzeug. Dann fahre ich zum Lidl, mache einen Teil des Wocheneinkaufs. Alles, was ich beim Lidl kriege, praktisch vom Wocheneinkauf hole ich und den Rest irgendwann Ende der Woche. Du musst erstmal die Kiste umdrehen. Dann möchte ich ein Video hochladen. Ich möchte das Arbeitszimmer aufräumen. Ich möchte in der Küche die Silikonfuge neu ziehen, also einmal außenrum. Und dann möchte ich im Arbeitszimmer noch eine Stelle streichen. Genau, was war es denn noch? Also gefühlt war es noch, ach ja, dann muss ich zur Post bzw. zum Briefkasten. Ich könnte vielleicht mal Glasmüll wegschaffen und Pfand. Und ansonsten, glaube ich, war es das dann aber auch. Aber das hört sich jetzt schon wieder nach ziemlich viel an und erstmal genug Beschäftigung. Wahrscheinlich werde ich aber dafür nur den Vormittag brauchen oder so, werden wir sehen. So, neben mir sitzt jetzt eine ganze Menge zu essen. So sieht es aus, wenn ich im Kofferraum mal wieder alles Mögliche lagere, was irgendwann mal irgendwo hinkommen soll. Oder irgendjemand irgendwann mal kriegen soll oder was auch immer. Mein Kofferraum also praktisch so eine Art Zwischenlager für Kram ist und ich dementsprechend meinen Einkauf auf dem Beifahrersitz und in den Beifahrerfußraum packen muss. Und ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Toastbrot und Brötchen. Ich glaube, ich habe 2 von den Brötchen, weil noch eine Packung Brötchen da ist und eine halbe Packung Toastbrot. Dann habe ich Rohrzucker gekauft. Ich verwende den unheimlich gerne zum Backen. Ich finde, damit schmeckt irgendwie alles besser. Keine Ahnung. Dann habe ich Eistee gekauft. Ich habe den meiner Meinung nach noch nie probiert, deswegen lasse ich mich da mal überraschen, ob der schmeckt. Spaghetti, Sojamilch. Ich sortiere das hier schon so halbwegs vor. Joghurt. Das ist so eine, naja, so ein rotes Curry. Auf meinem Einkaufszettel stand Tomatensauce. Ich weiß nicht, wer das da drauf geschrieben hat. Und ich weiß auch nicht wofür, aber ich habe einfach mal dieses Glas da gekauft, weil im Endeffekt, vielleicht habe ich das irgendwie aus einem bestimmten Grund da hingeschrieben. Und dann brauche ich das irgendwann. Dann habe ich 2x Erdbeeren. Die waren im Angebot und sahen echt gut und lecker aus. Dann einmal Eier, rote Paprika. Ich möchte Soljanka machen, dazu brauche ich rote Paprika. Nochmal rote Paprika. Dann habe ich mal solche Schokostreusel gekauft. Dann habe ich einmal weißen Rum. Der ist zum Backen und hier hinten steht sogar ein Rezept drauf. Bloß ich habe nichts für das Rezept außer den weißen Rum. Gut. Einen Eisbergsalat, saure Gurken für
Soljanka, Backpapier, Reibekäse. Ich will diese Woche mal Pizza selbst machen. Also ich habe so einen Pizzateig noch hier irgendwo. Und der war im Angebot. Ich habe 3 Stück mitgenommen, weil es soll auch immer noch mal Nudeln geben und so. Und irgendwie Reibekäse, kam. Der geht immer so schnell alle. Also der ist immer sehr zügig weg. So, Bananen. Dann habe ich 2 Tomaten für den Salat. Passierte Tomaten für die Soljanka, Äpfel, weil, keine Ahnung, habe ich scheinbar auch irgendwann mal auf Einkaufszettel geschrieben. Salami für die Pizza, wie ein Brötchen und Windeln. Dann habe ich einmal Wiener für die Soljanka. Ich brate da immer so Wiener Scheiben an und werfe das dann als Wurst da rein, weil alles andere schmeckt mir irgendwie nicht so. Dann habe ich eine Zwiebel. Äpfel, Mango, ist der 3. Reibekäse und eine Gurke auch für den Salat. Ich habe eine Zimtschneckenbackmischung. Auch wenn ich sehr leckere Zimtschneckenrezepte in der letzten Zeit schon ausprobiert habe und so meine favorisierten Rezepte habe, mit zum einen Blätterteig, aber auch mit selbstgemachtem Teig, wollte ich das auch mal ausprobieren, weil ja, vielleicht schmeckt das auch ganz gut. Und die Sache ist, es ist so, also ich backe ja sehr gerne, ich backe sehr viel und so, und ich bin jetzt auch nicht so ganz untalentiert, aber was ich absolut nicht kann, sind Kekse. Das beste Beispiel liegt hier neben mir. Ich habe gestern versucht, Kekse zu backen. Die sind halt irgendwie, naja, nicht verbrannt, aber sehr dunkel geworden und schmecken jetzt auch nicht so besonders aufregend. Und Backmischungen kann ich eigentlich auch nicht, aber ich muss irgendwie mein Trauma mal überwinden und mal eine Backmischung machen, die dann nicht schief geht. Und ich muss auch irgendwann mal eine ordentliche, schöne Kekse machen und ja. Eine Packung Chips, eine Seife fürs Badezimmer, noch ein Paprika für die Soljanka, 2 Butter zum Backen, nochmal Joghurt, 1 Kaktuseis, nach wie vor mein absolutes Lieblingseis, und Nutella. Das geht hier irgendwie auch sehr schnell zur Neige, weil ich das immer zum Backen verwende, weil ich so oft so Muffins mit einer Nutella-Füllung oder sowas mache, was unfassbar lecker ist. Und da ich Nutella, trotz dass es Laktose enthält, richtig gut vertrage, ja, ist es halt immer sehr schnell alle. 1 gelben Käse und Hühnerwurstscheiben. Das ist der besagte Pizzateig mit auch einer Soße. 2 Backfischstäbchen soll es diese Woche auch geben. Dann habe ich hier noch so kleine Joghurts, die sind ganz schön lediert. Noch ein Joghurt, eine Dose Mais. Ich glaube, der Mais war für den Salat. Und oder die Pizza. Auf jeden Fall Dose Pilze für die Pizza und passierte Tomaten für die Soljanka. Ich frage mich, wie das alles in diesen kleinen Kühlschrank passen soll. Einen Tee gekauft mit Pfirsich. Ich hatte neulich so einen Tee mit Orange und Zimt. Der schmeckt mir überhaupt nicht. Karl trinkt den gerne, aber ich finde ihn richtig ekelhaft. Ich hatte mich da so drauf gefreut. Ich trinke zurzeit eigentlich praktisch keinen Kaffee und nur eigentlich Tee, also früh und halt am Tag. Und das ist der Vorteil, Tee kannst du halt 24/7 trinken, wirst halt nicht wach von. Und dann hatte ich mich so sehr gefreut, weil mein Blaubeertee war alle. Dann hatte ich mir diesen orangen Zimttee gekauft, der ist nicht gut. Und dann hatte ich aber noch so Ingwer-Zitronentee, wo ich mir immer so einen Teelöffel Agavendicksaft reingemacht habe. Vielleicht habe ich das gestern im Intro schon erzählt. Jedenfalls habe ich das jetzt immer getrunken und Pfirsich klingt aber eigentlich auch ganz gut. So, das letzte ist 1 mit Möhren. Ich will nämlich mal so einen Salat machen, also so einen, ich kann das nicht beschreiben, so einen Möhrensalat, aber einen leckeren Möhrensalat. Ich kann euch jetzt ja eigentlich mal das aufgeräumte Arbeitszimmer zeigen. Also ich sage jetzt aufgeräumt dazu, hier unten steht noch eine Kiste mit so Zeug, was dann hier hinkommt. Also so Tastatur und sowas und der ganze Kabelkram. Da wird aber hier noch eine Kabeldurchführung gemacht. Und das da ist soweit eigentlich aufgeräumt. Hier, wo ich gestrichen habe, das ist jetzt nicht so schön, aber es geht irgendwie nicht besser, wenn man das so... Also auf Holz mit so einer ganz normalen, ist schon trocken, ne, mit so einer ganz normalen Wandfarbe streicht. In meinem letzten Video habe ich euch versprochen, dass ich euch das Kinderzimmer jetzt zeige. Hier ist schon wieder ein bisschen Unordnung, aber bei weitem nicht so schlimm, wie es mal war. Ja, ihr seht hier schon hinter mir, aber das habe ich, glaube ich, schon gezeigt, die Lichterkette. Die größte Veränderung ist, da gucke ich jetzt gerade drauf zu, und zwar, Karl hat jetzt den Kleiderschrank, der bei mir stand,
Er hat viel weniger Sachen als ich. Das macht viel mehr Sinn, dass er den kleineren Kleiderschrank hat. Und er hat ein neues Kallax-Regal bekommen. Da findet sie die zwei schwarzen Kisten. Hier oben kommt er nicht ran. Da sind so ein Bastelsachen und sowas drin. Und diese Holzlatten, die gehören jetzt zu seinem Bett. Die kann man hier so rausmachen. Also die liegen auch nicht normalerweise dort. Ich habe da oben sogar halbwegs mal ein bisschen versucht zu dekorieren. Jedenfalls kommen hier noch die zwei schwarzen Kisten rein. Hier auf dem Teppich, wo das kleine Regal mal stand, da ist jetzt wirklich nur so Bereich von seiner Küche und seinem Tisch. Und hier ist dann das ganze Spielzeug drin gelagert. Hier sind seine Sachen drin gelagert. Und hier in die Ecke kommt noch was. Und zwar wird hier an die Decke, wird so, er hat so ein Schaukelwal da. Werdet ihr sehen, wenn es da ist, der wird dann hier so irgendwo hier angebohrt oder so und dann kann er hier so in der Ecke damit schaukeln und drin sitzen und entspannen und so. Ich fand ja die Ecke immer ziemlich leer und mir hat da immer noch sowas gefehlt. Klar, das Bobbycar und der Anhänger haben da geparkt, aber die können auch hier so parken oder sowas. Jedenfalls kommt dann der Wal dahin und der Wal ist blau und ihr seht ja, hier ist eigentlich alles in grün oder so, Grüntönen gehalten. Aber ich habe ja hier diese blaue Wimpelkette auch mit dem Wal und ich finde es total schön. Das passt irgendwie so zusammen, dann hier in der Ecke und so nochmal dieses Motiv da wieder aufzugreifen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick wieder in unseren Alltag geben und unseren Wocheneinkauf mal zeigen, auch wenn es nicht der komplette Wocheneinkauf war, aber ein großer Teil, zwei Drittel, wenn man sich jetzt ausrechnet, sind es zwei Drittel auf jeden Fall. Genau, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, schreibt mir gerne einen netten Kommentar und ich verlinke mir mal das letzte Video unten drunter und Instagram. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. Und dann bis zum nächsten Video.